Kulturen wurden kriminalisiert und heute Häuser mit Originalgraffiti zensuriert. Doch bald ist die Party vorbei, dank der steigenden Mieten, denn alle coolen Clubs sterben und müssen reihenweise schließen. Ihr wollt alles. Hey, wir sind Andres und Tabea von Klasse gegen Klasse und sitzen hier mit PTK. Hi, herzlichen hi. Glückwunsch zu deinem Album-Release. Dankeschön. Das Album Kreuzberg und Gomorra ist am 14.05. erschienen und wir freuen uns jetzt heute mit dir im Café Cotti über dein Album, über Corona, über Polizeigewalt und den Kampf dagegen zu sprechen. Wir versuchen mit Klasse gegen Klasse so stets die Perspektive von unten, unabhängig von bürgerlichen Parteien, auf die Zeitung zu bringen und uns aufzubauen als vereinte linke Kraft von Arbeiterinnen und Jugendlichen. Mit deiner Musik stehst du ja auch ganz klar für eine Perspektive von unten, für eine Vereinigung von Linken, von AktivistInnen, von Leuten, die keinen Bock mehr auf Polizei und Rassismus haben. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Ja, schön. Dann würden wir direkt mal anfangen. Und zwar, du hast dein Album ja mitten in der Pandemie rausgebracht, auch die ganze Promophase. Auch davor hattest du ja mit beispielsweise mit Donner ja auch die Pandemie thematisiert und bist da auf verschiedene Sachen eingegangen. Aber wie geht's denn jetzt gerade in der Lage so? Ja, schwierig auf jeden Fall. Also man ist natürlich gesund. Es gibt Leute, die es auf jeden Fall härter getroffen hat als mich, allein gesundheitlich oder keine Ahnung. Ich kenne auch wirklich mittlerweile zu viele Leute, die das hatten und die auch das gar nicht so easy weggesteckt haben oder auch Verwandte verloren haben tatsächlich. Und das ist halt natürlich ein bisschen ein Film irgendwie. Aber jetzt rein auf mich bezogen ist das schon das beschissenste Jahr letztes Jahr gewesen. So. Ich hatte eigentlich schon so die, ich sag mal, nächsten Schritte vor im Sinne von, keine Ahnung, mit einem größeren Booking war ich im Gespräch und vielleicht ein paar Festivals spielen, die man vorher noch nicht hatte und sowas alles. Und das ist halt alles für den Arsch jetzt gewesen. Ist alles weg. Also weggefallen. Man merkt halt, dass die Leute alle nicht so viel Cash haben. So. Ich habe selber quasi seit über einem Jahr kaum Cashflow so gesehen, weil ich lebe vom Live-Game und von Rap-Workshops, die ich nebenbei gebe. Und beides ist einfach seit März letzten Jahres tot. Ansonsten hat es aber auch auf jeden Fall Positives, weil ich glaube, ich habe noch nie so viel Musik gemacht wie letztes Jahr, auch wenn das Album lange gedauert hat. Das haben sich halt einfach nur krass viele Sachen gezogen. Ich musste zweimal verschieben. Das eine Mal war ein Bänderriss, da kann Corona nichts für. Aber das zweite Mal war zum Beispiel das Video zu Rap zurück, wo wir über 30 Leute in der Crew waren. Natürlich alles Corona-konform, bla bla bla. Übelst krass viel Planung steckte da drin. Und dann hatte morgens um 6 einfach der Kameramann am Drehtag einen positiven Corona-Test. Und alles musste gecancelt werden um einen Monat, weil die Location dann erst wieder frei war und so weiter und so fort. Und das hat mich halt voll gefickt. Und so eine Sachen sind halt 1 Million Mal passiert. Durch dein Album ziehen sich neben persönlichen Erfahrungen Eindrücke aus einer Welt voller Probleme wie Armut und Rassismus. Gibt es da so in Kreuzberg oder in Berlin in der aktuellen Krise Eindrücke, wo du sagen würdest, da merkt man richtig, wie krass gerade die Krise einschlägt? Ich merke es halt, ich habe keine Konzerte und dementsprechend kriege ich aber auch mit, dass Clubs einfach, man hört hier und da, ein paar wurden aufgekauft, also ich sage jetzt mal keine Namen, aber Clubs, wo Leute jahrelang ihr Ding hochgezogen haben, die mussten das quasi, die mussten sich schlucken lassen und jetzt arbeiten die da angestellt immerhin, aber das ist nicht mehr ihr so. Manche Sachen trifft es halt auch gar nicht, die scheinen genau das gemacht zu haben, was in so einer Pandemie läuft. Keine Ahnung, es ist irgendwie nicht gerecht, so, das merke ich. Und natürlich, was mir echt aufgefallen ist, als so richtig dieser Lockdown war, wo wirklich so wenig auf der Straße war, da hattest du halt gefiltert, wer kein Zuhause hat. Also du hast auf einmal nur noch Junkies am Girlie gesehen, also die siehst du ja vorher auch, aber das waren halt nur noch die. Ich habe am helllichten Tag, wurde halt überall auf einmal Heroin konsumiert, was sonst ein bisschen versteckter war. Leute betteln ohne Maske, können auch nirgendwo rein, weil wer soll denen eine Maske kaufen, also bis sie eine geschenkt bekommen haben. Und dann patrouilliert irgendwo mal das Ordnungsamt in der Einstraße, aber in den Seitenstraßen halt nicht, also sind auf einmal da alle Säufer oder sonst was oder keine Ahnung. Also man hat im Fall, finde ich, wahrgenommen, wie viele Leute eigentlich wirklich auf der Straße sind, so wortwörtlich. Und wo sollen die hin? So, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Mhm. Vielleicht um direkt daran anzuknüpfen, also du schreibst ja zum Beispiel in mehreren Liedern, zum Beispiel in Früchte des Zorns, schreibst du ja auch, wie diese sozialen Kontraste, die du ja siehst und die du auch gerade beschrieben hast, zu Wut führen können oder auch zu Hass. Man kann ja in gewisser Weise, könnte man so Klassenhass sagen, ne? Also du machst ja auch den Kontrast zwischen Arm und Reich sehr, sehr stark da auf. Du hast zum Beispiel ein Zitat hier: Wenn ich mal viel von etwas hatte, dann Hass auf die Welt und leere Taschen, immer in denselben Sachen, Eltern, die ständig hasseln. Das vielleicht noch mal ein bisschen expliziter zu sagen, also was ist deine Erfahrung, die du mit Armut oder mit Mangel hast und wie hat dich das in deiner Kunst geprägt?
Also erstmal, Armut ist natürlich immer so ein Wort. Wir sind in Deutschland so und das Arm hier ist woanders reich. Das ist immer ganz wichtig zu sagen, weil das ist halt in Relation zueinander. Ne? Also hier war ich auf jeden Fall immer einer der Ärmsten meiner Freunde oder der Ärmste meiner Freunde. So, das habe ich oft schon gesagt und das war aber auch wirklich so. Also meine Eltern waren dann irgendwie getrennt. Beide mehr oder weniger eine Zeit lang arbeitslos, teilweise auch gleichzeitig. Ein Vater, der keinen Unterhalt zahlt und so weiter und so fort. Und dann hast du eine andere in deinem Alter, die dreimal im Jahr im Urlaub sind. Und keine Ahnung. Also du hast es an ganz vielen Dingen gesehen. Und natürlich ist es ganz am Anfang, vor allem wenn man ein Kind ist, würde ich sagen, so eine, ist es dann sowas Blödes wie Neid oder sowas. Aber das kam zum Glück, sage ich jetzt mal, weil ich bin da wirklich nicht neidisch oder so. Ne? Also das schreiben auch Leute dann bei YouTube, wenn du so eine Musik machst. Ne? Habe ich das relativ schnell gepeilt, dass auf was ich da neidisch bin, das ist mir voll egal. Also die Hose oder die Schuhe oder sonst was, das ist mir alles scheißegal. Also das hat irgendwann halt angefangen, kann ich dir gar nicht begründen, wie. Ich bin halt auch sehr trotzig und wenn alle was haben, dann will ich es nicht haben und so. Das war dann sehr schnell bei mir irgendwie das Ding, einfach weil ich es voll bescheuert finde. Das, keine Ahnung, irgendwie, wenn ich heute so einen Workshop gebe, dann sind da irgendwelche kleinen Kinder, die irgendwie so ein 800-Euro-Smartphone haben und nächstes Jahr haben sie wieder ein neues. Nicht, weil es kaputt war, sondern weil es einfach ein neues gibt. So. Und hätte ich das damals irgendwie verlangt von meiner Mutter, hätte ich eine Schelle bekommen, was für 800 Euro, weißt du, wie viel Geld das ist. So. Und keine Ahnung, irgendwie so dieses Bewusstsein für so bestimmte Dinge hat sich, glaube ich, da so rauskristallisiert, wenn du halt weißt, ja, so blöd es klingt, wenn du halt nicht so viel, wenn der Kühlschrank nicht so voll ist und wenn du halt nicht jeden Wunsch erfüllt kriegst, so. Umgekehrt habe ich das auch immer gesehen bei Leuten, die das gar nicht haben, wie blind die durch die Welt laufen, so. Ja, und es hat auf jeden Fall einen großen Einfluss und ich würde sagen, generell, meine Themen behandeln immer eine Art von Ungerechtigkeit. Ja, du sagst auch auf deinem Album, wer von unten ist, der bleibt da, selten wendet sich das Blatt und wer was hat, gibt nichts ab, deshalb wächst der Hass. So das Versprechen von so der bürgerlichen Demokratie, in der wir leben, ist ja, jeder kann alles schaffen, wenn er sich hart genug anstrengt. Wir sehen aber irgendwie alle ganz klar, dass es offensichtlich eine Lüge ist. Ne? Gerade Corona zeigt, dass die Menschen, die besonders hart arbeiten, nicht besonders viel Lohn dafür bekommen. Mhm. Würdest du sagen, durch die Pandemie wächst sowas wie Klassenhass gerade? Ich habe schon das Gefühl, dass immer mehr Menschen so meckern, so stammtischmäßig und vielleicht auch sich für mehr Sachen interessieren, weil es halt immer mehr Menschen betrifft. Ich glaube, das ist einfach das Ding. Wenn es dich nicht betrifft, dann ist es den meisten Scheiß. Wenn es dich nicht betrifft, ist es den meisten scheißegal. Oder wenn du nicht jemanden kennst, den das Thema betrifft, dann du brauchst irgendwie so einen persönlichen Bezugspunkt, oft, egal bei welchem Thema, dass es irgendwie so eine Art Empathie bei dir hervorruft, habe ich meistens das Gefühl bei den Leuten. Jetzt sind halt alle am Meckern aus allen Ecken irgendwie, weil das ist halt was die Welt so, oder was wir alle zu unserer Lebenszeit noch nicht erlebt haben, dass halt so die ganze Welt auf dem Kopf steht. Und es gibt kein richtig so, also egal wer was macht, ist das immer für jemand anderen falsch. Es ist halt einfach so, das ist ja Politik, ne? Du würdest keinen Kompromiss jetzt finden, alle Seiten da unter einen Hut zu kriegen bei dem Corona-Thema, so, weil ja jeden das eben anders trifft oder eben nicht. Ich sehe da mehr so, egal, also Leute schreiben ja auch so Sachen oder wenn man mit Leuten mal quatscht, die sich so, die was zu sagen haben, aber eigentlich gar nicht sich damit beschäftigen, so, jeder hat so seine Erklärung, die für ihn am leichtesten ins Weltbild passt, so, ne? Also der Sündenbock ist leicht gewählt, so wie du ihn wahrscheinlich schon immer gerne hättest oder die Verschwörung oder die was weiß ich was, also ob es jetzt die Leute mehr politisiert oder wirklich, dass sie, also das wird man halt danach sehen, wenn das mal alles wieder normal ist, glaube ich, dass es eher weniger Leute interessiert, was zum Beispiel jetzt für Gesetze geschaffen wurden, die, ob die dann wieder rückgängig gemacht werden oder nicht. Ich glaube, das Interesse wird dann eher wieder verfliegen, weil wenn der Stress vorbei ist, dann kann man ja wieder seinen scheiß Alltag machen und dann ist ja wieder alles okay. So, also wird man sehen. Um da vielleicht direkt anzuknüpfen, weil du auch das Wort Sündenbock gedroppt hast. Also ne, es ist ja offensichtlich, dass es jetzt irgendwie soziale Probleme gibt. Und dann gibt es ja wiederum noch die Versuche da, das gewissen Gruppen zuzuschreiben, dass sie dann irgendwie schuld dran wären. Sieht man jetzt zum Beispiel, Sarah Wagenknecht zum Beispiel hat jetzt gesagt, dass sie nicht will, dass es Bezirke gibt in Deutschland, wo die Deutschen eine Minderheit sind beispielsweise. Und ich glaube, die ganzen Querdenker zeigen das ja auch, dass du immer versuchst, da Leuten, die gar keine Schuld an dieser Lage haben, auch alle wahrscheinlich noch viel krasser betroffen sind. Keine Ahnung, wenn du keinen festen Arbeitsvertrag hast oder wenn Leute in Risikogebiete, auch während der Pandemie, abgeschoben werden oder sowas, dass du da dann bei den Leuten die Schuld suchst. Aber
Du thematisierst auch und sprichst diese Sachen auch in deiner Musik in gewisser Weise an. Also beispielsweise beim Café Cotti und Familie Ritter, die beide auf deinem Album sind, sprichst du ja auch davon, wie wie du dich eben gegen Faschismus und gegen Rassismus stellst. Und ein Thema, was ja auch in dem Album auch so präsent ist, irgendwie neben eben Nazis und rechten Terror und auch die Rolle der Polizei. Was für einen Zusammenhang siehst du zwischen dem Staat, wo wir die Polizei ja dazu zählen können, und rechten Terror und Rassismus? Ja, also erstmal zum Sündenbock-Ding ist es halt, was ich eben meinte. Also das ist ja bei Rassismus das Gleiche. Oder du suchst dir den Feind, der dir dein Weltbild entsprechend gerade gerecht kommt, gelegen kommt. Ne? Also das ist ja meistens relativ kurz gedacht oder unbegründet. Oder wenn, dann sind das auf jeden Fall Argumente, die du eigentlich total leicht widerlegen kannst, wenn man es dann mal drauf ankommen lassen würde. Das ist halt das Ding. Die Leute leben alle in ihrer Welt, sehen sie aus ihrer Perspektive, das sage ich auch auf dem Album, und halt denken, die Welt dreht sich so um sie. Aber so, du bist ein Mensch, der jetzt lebt. So, du bist in 100 Jahren, weiß kein Schwanz, dass es dich gab, und du warst überhaupt nicht wichtig. Und die Leute haben wieder ganz andere Filme. Ne? Also das ist so, die Leute nehmen sich alle viel zu ernst, so finde ich. So, also und um das jetzt auf den Polizei- und Staatsapparat noch zu bringen, wenn du am 1. Mai, es war klar, dass es an diesem 1. Mai knallt, die hatten einfach voll Bock. Es ist klar, dass die 1. Mai davor, wenn wir hier langlaufen, dass wir kontrolliert wurden und eben nicht die Party-People. So, also das ist halt, ich merke gerade selber, es macht voll müde, darüber zu reden, weil es ist so klar. So, es ist halt schon tausendmal passiert, man hat es tausendmal erlebt. Durch so eine Aussage von irgendwelchen Politikern oder, ich meine, der Schärfste in den letzten Jahren war Sarrazin oder wer auch immer, durch sowas wird das alles befeuert. Oder es gibt ja auch, also jetzt mal ehrlich, das ist auch total abgedroschen, aber wenn man sich die BZ oder Bild-Titelseiten anguckt, das ist halt eine Agenda, die gefahren wird. So, ne? Also bei den einen Sachen wird so berichtet und bei den anderen Sachen wieder gar nicht so. Also es werden halt Bilder erzeugt, der böse Moslem, der böse Flüchtling, immer weiter gesponnen und das weniger hinterfragt. Ich sage immer, ey, wenn wir einfach mal diese Themen wie, dass Amazon keine Steuern zahlt, uns angucken und was das für Geld ist, dann wäre keiner mehr sauer auf die Flüchtlinge, wenn die das kapieren würden, wie viel Geld das kostet, wie viel Geld da fehlt als Beispiel. Weil am Ende ist es ja immer dieses Geldding, so, ne? Der Flüchtling ist ja nicht willkommen, weil er ja Geld kostet oder den Arbeitsplatz wegnimmt oder was auch immer, was das für Ängste da sind, die da irgendwie mitkommen. Und der Sündenbock halt, der gerufen kommt. Für dich ist Gentrifizierung gerade in Kreuzberg ja schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Mhm. Die Wohn- und Mietensituation wird ja auch nicht besser, jetzt gerade in Berlin. Auf Antitourista 3 sagst du, auch wenn kein Blut fließt, wenn Mieten explodieren, fühlt es sich trotzdem so an, als wären wir terrorisiert. Wie erlebst du gerade die Wohnungs- und Mietensituation in Berlin? So, die Miete explodiert wie eine Bombe. Wir bluten natürlich nicht, aber sie explodiert wie noch nie und sie geht auch nicht runter und irgendwelche Entwürfe, die es gab, werden gekippt, irgendwelche Mietendeckel-Sachen. Klar gibt es die Mietpreisbremse, die wird aber unterwandert. Dann sanierst du halt dein Haus und schmeißt alle raus und dann kannst du es neu teuer inserieren. Also es gibt auf jeden Fall einen Markt, der sehr gefühlt sehr aggressiv ist. Faktisch, das gab es glaube ich schon seit Jahren, dass in jeder Metropole und das Recht in Berlin fehlen halt Wohnungen für Einzelpersonen, und das sind halt, die meisten werden ja gezwungen mittlerweile in WGs zu leben und so. Und selbst da kostet dann irgendwie ein Zimmer in Berlin, was ich so weiß, zwischen 400 bis 500 Euro locker. Und dann hast du da deine 20 Quadratmeter und ist ja auch besser als gar nichts. Aber und es wird auch in irgendwelchen Städten teurer sein, aber es war mal billiger. So. Und warum ist es denn teurer? Die Wohnungen können ja nicht auf einmal fliegen oder so, sondern die sind einfach nur, also die können ja nichts Neues, die werden einfach nur teurer. So. Und das ist halt Quatsch alles. Und ich kenne genug Leute, die seit einem halben Jahr, noch länger, seit einem Jahr suchen, aus diversen Gründen dann nichts bekommen. Da greifen auch wieder andere Themen rein. Wenn du halt einen bestimmten Nachnamen hast, rufen die dich gar nicht zurück. Ja, es wird halt an allen Ecken und Enden gebaut. Also ich habe auch in einem anderen Video, in eine Runde 2020 Video, das kam Weihnachten raus, da stehe ich an der Gneisenau bei uns, da war das Haus gerade so zweites Stockwerk.
Das ist jetzt quasi fast fertig, jetzt sind es 5 Stockwerke und das sieht halt auch aus wie so ein Glaspalast, der wieder irgendwie, also ich weiß jetzt schon, was da einzieht, weißt du, so. Und das ist halt so, egal wo du hingehst, also auch nicht nur in Kreuzberg. Ich war letztens am Südkreuz, da ist eine komplett neue Siedlung aus dem Boden gestampft worden, die sieht aus wie geleckt, so. Das sind Wohnhäuser, sehen aber aus wie Hotels und keine Ahnung. Wenn man dann auch wieder zu dem Club-Thema zum Beispiel geht, schöne Grüße ans Jam, das ist ein Club, wo ich gerne privat chille, wo geile Konzerte sind auch. Die sind direkt an der Spree und die sollen quasi, denen wird auch das Leben gerade schwer gemacht mit irgendwelchen Sicherheitsbla auf einmal, was jahrelang kein Thema war. Die Skyline an der Warschau entsteht, ne, diese Zalando, Amazon, sonst was Tower da, und keine Wohnung. Und wenn, dann keine bezahlbaren. Und vielleicht auch da, ne, sieht man ja wieder diesen Kontrast, den du ja auch in deiner Kunst immer sehr, sehr gut verpackst. Also zwischen diesem krassen Reichtum, der sich da aufbaut und gleichzeitig, dass Leute, hast auch gerade den Mietendeckel angesprochen, der wurde ja auch jetzt gekippt. Das heißt, Leute sind jetzt noch schlechter dran. Hat dich das irgendwie getroffen mit dem Mietendeckel oder Leute um dich rum? Wie hast du das erlebt? Leute um mich rum auf jeden Fall. Also ich kenne auch Leute, die wirklich jetzt Angst haben, was da kommt. Ich habe auch gelesen, dass schon die ersten Mieter durch diese Anhäufung des offenen Betrags, also für die Leute, die es nicht wissen, rückwirken müssen die jetzt alle 1,5 Jahre ungefähr zurück, pro Monat einen bestimmten Betrag zurückzahlen, weil eben der Mietendeckel gekippt ist, der die Miete eingefroren hätte. Und das ist für viele halt einfach, woher willst du das nehmen? So. Und wenn du so einen bestimmten Betrag offen hast, kannst du ja theoretisch direkt fristlos gekündigt werden. Und ich selber hatte auch einen Streit mal wieder mit meinem Vermieter. Allerdings war das nicht vom Mietendeckel betroffen, sondern der wollte einfach, also der Mietendeckel war der Auslöser. Als der 2019 im Raum stand, haben halt in Vermieterkreisen Leute mobilisiert. Ey, ballert mal alle nochmal eine Mieterhöhung raus. Da kennen ganz viele Leute, die ich kenne, haben eine bekommen. Also von diversen Vermietern und ich halt auch. Ich habe die einfach nicht beantwortet. Dann habe ich die checken lassen von 2 Anwälten, die meinten, das ist Quatsch so, du zahlst schon genug. Eigentlich, ich zahle schon pro Quadratmeter 1 Euro zu viel. Und erstmal haben es halt alle probiert. Die Mieter, die nicht einfach unterschrieben haben, weil das muss man auch sagen, dass ganz viele Leute nicht verstehen, was da für ein Brief kommt, einfach Angst haben, einfach unterschreiben und einfach zahlen. Und das ist halt alles eigentlich anfechtbar gewesen. Und bei mir dann auch, der hat die dann zurückgezogen, obwohl ich gar nicht geantwortet habe und hat mir aber noch eine geschickt, die nicht ganz so hoch war, was glaube ich auch Taktik war, so nach dem Motto, dann unterschreibt man die einfach so. Und dann hat er mich halt verklagt, weil ich es eben nicht gemacht habe und dann ging es Monate hin und her, da wird dann jeder Scheiß, den angeblich dieses Haus also wertsteigernd besitzt oder ausmacht, wird dann da aufgezählt und man schickt sich ewig Briefe hin und her, also die Anwälte muss zu allem möglichen Scheiß Stellung nehmen und dann ist irgendwann ein Gericht gewesen, dann komme ich da rein, die Richterin hat das null gejuckt, was wir uns da Monate hin und her geschickt haben. Die hat einfach nur einmal raufgeguckt und meinte, ey, ganz ehrlich, nein, fertig. Und meinte noch so, ob ich mich denn trotzdem nicht einigen will, weil man wohnt da ja schon lange und will da noch eine Weile wohnen. Da meinte ich ganz ehrlich, warum? Sie haben gerade gesagt, nein, also nein. Dann hat sie auch nur gelacht. Der Anwalt war todessauer. Was wir jetzt gerade in der Größe erleben wie vorher nicht, ist ja, dass MieterInnen sich zusammentun. Es gibt mit Deutsche Wohnen und Co. Enteignen den Versuch, einen Volksentscheid zur Enteignung von Wohnraum auf den Weg zu bringen und halt die großen Wohnungskonzerne dem Markt zu entziehen, dafür zu sorgen, dass die Mieten nicht nur stagnieren, sondern mal sinken. Hier, wir sitzen am Kotti, hier gehören ja große Blocks der Deutschen Wohnen, wo es dann im Winter keine Heizung gibt. Und viel diskutiert wird gerade ja die Frage der Entschädigung für diese Konzerne. Denkst du, wir sollten denen noch Geld geben, falls sie die Entschädigung durchkriegen? Rein moralisch auf gar keinen Fall so, weil also du hast ja jahrelang davon gelebt. Was ist denn jetzt passiert, dass du mehr Geld verlangst? Das meinte ich ja vorhin. Die Häuser können jetzt ja nicht auf einmal fliegen. Es ist ja nur eine, man einigt sich darauf, dass Berlin ein gehypter Ort ist, weil halt viele Leute herkommen. Also packen die einfach den Preis so höher. Ne? Also das Preisschild wird, da kommt ein neues Preisschild drauf und fertig. Aber da, was ist dann passiert? Ist ja nichts passiert. Eben. Und die sparen an allen Ecken, die scheißen auf die Leute, die drin wohnen teilweise. Also der keine Heizung im Winter hatte, muss entschädigt werden, so, weil der wohnt da drin und zahlt ja sein Geld. Also, nee. Jetzt auch noch mal zum Thema Mieten und zwar, also du hast ja auch gerade über diese Skyline geredet, die da entsteht an der Warschau und die ganzen neuen Sachen, die gebaut werden. Was ja damit einhergeht, ist, dass ja super viele
alternative Räume, sage ich mal, die davor das Stadtbild geprägt haben, jetzt verschwinden. Also denken wir an Syndikate in Neukölln, an die Meuterei hier in Kreuzberg, Pots und Drugstore als Jugendzentren so. Und die werden ja gerade geräumt. Potze zum Glück nicht, ja, stimmt. Aber wie ist das für dich, wenn diese Orte so bedroht sind und auch wenn sie tatsächlich verschwinden aus dem Stadtbild? Ja, also es gibt Orte, zu denen habe ich absolut keinen Bezug, von denen du gerade aufgezählt hast, also die du gerade aufgezählt hast, und genauso gibt es welche, wo ich einen Bezug zu habe. Die teure Cocktailbar bestehen bleibt und nicht mehr die Pennerkneipe, wo du ein Bier für 1,50 bekommst oder sowas, dann verschwindet ja auch ein Angebot für bestimmte Leute und es wird ein Angebot geschaffen für wieder bestimmte andere Leute. Und da gibt es dann Kieze, wo du dir langsam verarscht vorkommst, weil, oder dich auch ausgeschlossen fühlst, weil ich glaube, für viele Leute ist es gar nicht klar, wie wichtig das anderen Leuten ist, dass sie ein soziales Umfeld vor der Haustür haben und nicht irgendwie eine Stunde dahin brauchen oder so. Also für viele bedeutet ja Umziehen wirklich so, also für mich wäre es Katastrophe. Ich würde einfach eingehen, so, keine Ahnung. Es wäre einfach, das ist ja quasi zu Hause. Das Zuhause sind nicht nur die vier Wände, sondern auch da, wo du den ganzen Tag bist. Und wenn du halt merkst, so über Jahre, und das ist bei mir ja so, dass immer mehr Leute woanders sind, weil sie müssen, nicht weil sie wollen, ne? Also das verteilt sich mehr, dir fehlt dann was so. Bei mir ist es halt wirklich so, dass meine Familie schon damals von vor über 10 Jahren weggezogen ist, weil es schon zu teuer wurde. Und beziehungsweise umgekehrt, weil du in einer anderen Stadt einfach für dasselbe Geld ein Doppelhaushälfte mietest, wo du hier so eine Wohnung in so einem Rattenhaus hattest, so, also wortwörtlich. Ich finde trotzdem, dass es natürlich auch schon immer, also das muss man mal ganz klar nochmal sagen, das kommt natürlich nicht raus, wenn man nur Antitouristen von mir kennt. Ich kenne 1000 Millionen Leute, die nicht aus Berlin sind und die Freunde von mir sind und die Stadt auch bereichern. So. Es ist ja nicht das plumpe Herkommen. Und, ne? Also die Leute kommen halt her, weil man hier Möglichkeiten hat, sich zu verwirklichen. Es geht nur darum, so auf Kosten von wem. So, ne? Und wenn, ich kann ja 1000 Beispiele sagen, wenn Leute ihr Geschäft schließen mussten, weil sie mit dem, was sie gemacht haben, die neue Miete nicht zahlen konnten und dann irgendjemand kommt, der einfach von Haus aus Batz hat und das ist nur sein Spaßprojekt und dann steht der Laden 2 Jahre leer, dann frage ich mich, warum musste der jetzt mein Kumpel seinen Laden schließen, mit dem der seine Familie ernährt hat, und der Typ macht jetzt so aus Spaß da irgendwie sein Ding. So, also was, das ist halt, da wird man dann wütend halt so bei so Sachen oder halt, wenn Leute zwangsgeräumt werden oder was weiß ich was, Alter. Das ist dann schon alles echt hässlich und deswegen fließt zwar kein Blut, aber es ist trotzdem ein ekliges Gefühl, wenn die Miete explodiert. Ja, und gerade auch Zwangsräumungen in der Pandemie, ne? Da werden Leute auf die Straße gesetzt, die vielleicht ihren Job verloren haben, weil sie gerade einfach nicht arbeiten können, weil bestimmte Branchen zu sind. Und die werden zwangsgeräumt, auch in einer Stadt wie Berlin mit einer rot-rot-grünen Regierung, also eine Regierung, die im Vergleich zu anderen Städten oder Bundesländern jetzt relativ links gilt. Hast du das Gefühl, du merkst besonders viel von der linken Regierung in Berlin? Nee, also kommt aufs Thema an, so, aber im Großen und Ganzen ist es, geht's, also Geld regiert, so, um es mal plump zu sagen. So, also das merkt man an allen Stellen. So. So, hier und da gibt es mal eine Überraschung, aber am Ende des Tages ist es doch das. Also, echte Kunst muss die Straße sehen, die beste Kunst muss was bewegen. Und das ist ja auch was, was sich auch durch viele andere Lieder von dir zieht. Inwieweit siehst du deine Kunst als ein politisches Werkzeug? Das beschäftigt mich auch, weil Leute sagen, das ist so Aktivismus, was ich mache oder sowas. Aber ich mache ja Musik an erster Stelle. Und ich finde es ein bisschen, ich finde das selber ein bisschen vermessen, sagt man, glaube ich, dazu, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt hier voll der Aktivist, wenn es irgendwelche Leute gibt, die halt, keine Ahnung, Alter, ich kenne Leute, die sind gerade irgendwo in Bosnien und helfen Leuten im Wald, ihr Handy aufzuladen und so, und oder riskieren ihr Leben, weil sie irgendwo im Wasser gerade schwimmen und Leute rausfischen oder was weiß ich was, Alter. Also das, klar, es ist irgendwie auch nicht nur Musik, weil ich halt eine Mission habe, eine Message und so weiter und so fort. Ich würde aber schon sagen, also wieder in Relation, im Deutschrap natürlich, so, da ist das schon eine Art Aktivismus, weil man versucht, eine andere Farbe reinzubringen in das ganze Ding. So, jeder Scheiß kann ja Kunst sein, so, aber für mich ist Kunst halt, wenn das aus einem, wenn es nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern wenn es aus einem Grund irgendwie, der ein bisschen mehr ist, so passiert. Ne? Also Graffiti, kannst du sagen, da steht nur ein Name. Ja, aber der Name steht an was, wofür er hat nicht um Erlaubnis gefragt, er hat es einfach gemacht. Er hat, dann hat er noch was daneben geschrieben oder was weiß ich was oder an der Stelle, die Symbol hat oder so. Und
keine Ahnung, also das ist für mich schon wieder mehr als irgendein schönes, technisch gut gemaltes Bild, was irgendwo hängt, so. Aber es steht jedem natürlich selbst frei und das ist einfach meine, ist mein Song, also darf ich behaupten, was Kunst ist und das sage ich da einfach, genau. Gerade so eine Art von Kunst ist ja aber auch immer wieder Angriffen ausgesetzt. Vor kurzem wurde in Katalonien Pablo Hasél verhaftet, ein junger Rapper, der gegen die Monarchie gerappt hat. Es gab ja auch Soli-Kundgebungen, du hast auch da gespielt. Zensur ist ja eben ein Thema, ne? Klar, was linke AktivistInnen betrifft, aber was auch MusikerInnen betreffen kann. Hast du das Gefühl, das ist ein Thema in Deutschland? Ist das was, wogegen wir was tun können? Ich glaube, wenn du sowas rappen würdest wie er mit irgendwie Leute hinrichten und sowas, hat er ja auch in seinen Zeilen gehabt, dann würdest du ja auch Stress kriegen, wenn du sie vor allem namentlich erwähnst, so, weil das gab es, glaube ich, auch schon so ähnlich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich würde aber sagen, dass du schon viel sagen kannst. In anderen Ländern hätte ich, glaube ich, mit der Musik viel mehr Stress. So, muss man schon ehrlich sagen. Was halt ein Thema ist in Deutschland, ist dieses, einerseits diese Cancel Culture und einerseits dann die Leute, die deswegen sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und da halt die Mitte ist ein bisschen schwer, ne? Weil du darfst auf jeden Fall sagen, was du willst, aber dann darfst du auch dafür den Shitstorm kassieren und ausgegrenzt werden, wenn du halt so ein Stück Scheiße bist, dass du das und das gesagt hast, weißt du? So, die Leute heulen immer rum, weil sie denken, es ist keine Meinungsfreiheit, wenn man dann irgendwo rausgeschmissen wird, ne? Aber du durftest ja, du lebst ja weiter. Du wirst dann halt ausgeschlossen von den Leuten, die keinen Bock auf deine Meinung haben. Umgekehrt gibt's aber auch Themen, da will man sich schon fast selbst zensieren, weil sobald du das und das sagst, werden dir das Leute im Mund umdrehen und aber es gibt schon so eine Art Meinungskrieg so hier und da, also bei ganz vielen Themen. Ne? Und gerade im Social-Media-Bereich, was ja gefühlt für jüngere Leute die neuen Medien sind. Ne? Also wer guckt denn noch Fernsehen, wer liest denn noch Zeitung, so blöd gesagt. Und für die Älteren genauso, die hängen an irgendwelchen Medien. Also wenn ich mir gerade gucke, welche Zeitung über zum Beispiel das schlimme Thema Israel-Palästina wie berichtet, dann siehst du, es gibt halt hier und da eine Agenda, die nur aus einer Seite, aus einer Sicht schreibt oder mit dem Finger nur auf eine Seite zeigt und so. Und das guckt dann meine Oma im Fernsehen, weil da kommt nichts anderes. So. Und dann merkst du schon, dass das irgendwie viel Einfluss genommen wird von hier und da. Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie ein großer Plan hintersteckt, sondern einfach verschiedene Interessen haben verschiedene Lobbys und das merkt man auf jeden Fall. Aber rein in der Kunst darfst du eigentlich wirklich sagen, was du willst. Wenn du eine gewisse Grenze überschreitest, dann wird wahrscheinlich die BPJM kommen. Die war früher auch mal aktiver. Keine Ahnung, wenn du vor 10 Jahren, also was heute jeden Freitag rauskommt, rein inhaltlich, das wäre vor 10 Jahren nicht im Radio gekommen, aber jetzt sind die Künstler so groß, dass wenn die Radiosender das nicht spielen, hört halt keiner diesen Radiosender. Deswegen hat sich das eigentlich schon, manche Künstler sind so groß und dürfen rappen, was sie wollen. Es ist so salonfähig geworden über Drogen, über auch schlecht über Frauen oder Sex oder so, also so eklig auch zu rappen. Das ist mittlerweile voll egal. Kannst machen, was du willst. So, das ist halt wieder das Geld, was das diktiert. In verschiedenen Liedern, beispielsweise Rap zurück, thematisierst du das ja auch, was stellst quasi dein Rap und auch andere Rapper, denen du Props gibst, diesem Mainstream entgegen, der über solche Sachen Rap, wie du gerade gesagt hast. Und da hast du auch eine Zeile, du sagst, es geht um Identität, denen eine Stimme geben, denen es nicht gut geht, bis sie sich erheben gegen das System. Und jetzt auch im Vergleich zu den anderen Rappern, zu denen du dich abgrenzt, wofür muss man sich erheben und wie kann man das machen, wie kann man sich da organisieren? Was denkst du? Also erstmal finde ich gut, dass du die Zeile jetzt nimmst, weil da muss ich ganz gut sagen, ich hatte ein bisschen Schiss. Das ist so ein Thema, wo ich selber fast schon Schiss hatte. Ich habe es trotzdem gemacht, aber Schiss ist das falsche Wort. Ich habe keinen Bock auf diesen, wenn dann Leute kommen und meckern. Weil so ein Wort wie Identität ist mittlerweile so gebrandet von rechts. Und ich frage mich, warum, weil Identität war für mich immer ein, das war der Grund, warum ich Rap gehört habe. Ich habe mich mit Leuten identifiziert. Und das wollte ich mir da so einfach mal zurückholen. Also ein paar Wörter muss man einfach mal sagen und benutzen, dass man die wieder für sich claimt sozusagen und es nicht automatisch bei anderen Leuten, sobald die sowas hören, die Alarmglocken angehen. Vielleicht übertreibe ich da gerade, aber so kam mir das vor, dass bei so einem Wort das schon wieder in die Ecke gepackt wird. Und deswegen wollte ich das bewusst auch mal benutzen.
Und dann kann man wieder zu Antitourista schwenken. Man muss sich halt organisieren, im besten Fall. Das kommt immer aufs Thema an. Erstmal muss man natürlich ein Bewusstsein haben für was ist gerade scheiße, was hast du zu kritisieren an den Umständen, die dich betreffen oder die du vielleicht siehst einfach. Jetzt muss ich das so pauschal ausdrücken, weil es kommt da voll aufs Thema an, ne? Und bei manchen Sachen bleibt dir nicht viel mehr, als auf eine Demo zu gehen. Bei sowas wie Mietenthema kannst du halt, du kannst dich organisieren, Nachbarn können sich zusammenschließen, du kannst Sachen im Briefkasten werfen, wo Leute was erfahren, du kannst irgendwelche Anwälte connecten, die Anwälte können wiederum auch, gibt es auch welche, die kostenlos beraten oder die auch, keine Ahnung, also da gibt es ja so viel, was du machen kannst und wo sich Leute auch formieren. Und sei es nur, dass du halt Aufmerksamkeit schaffst und also man kann bei ganz vielen Sachen einfach was machen, in der Regel halt nur zusammen, ne? Also weil, was willst du alleine machen? So, jeder hat irgendwie vielleicht ein Talent, ein Background oder sonst was, kennt einen und so weiter und so fort. Deswegen ist so sich vernetzen und zusammen was angehen immer auf jeden Fall schlauer als alleine irgendwie. Du hast ja den Text von Antitourista 3 auf, ich glaube, 25 Sprachen übersetzen lassen, mit ganz viel Hilfe von Leuten, die da Bock drauf hatten, das unterstützt haben. Ne, weil du meintest gerade so, wir müssen uns irgendwie auch zusammentun. Und was können wir hier machen, wenn es in anderen Ländern scheiße läuft? Und genau das ist ja auch die Perspektive, ne? Dass man internationale Verbindungen sucht, dass man probiert, sich international zusammenzuschließen. Ja, tatsächlich. Ich grüße da ja auch ein paar Städte, mehr oder weniger, wo es einfach Gentrifizierung auch. Ich meine, weißt du, in Barcelona, in Kopenhagen, in Venedig, in Athen hast du überall eine andere Art von Gentrifizierung als in Berlin. Und es ist aber alles dasselbe Thema. Es äußert sich nur überall ein bisschen anders. So, ne? Also in Athen zum Beispiel, da hatte ich einen Auftritt Ende 2019 und da haben die mir halt erklärt, hier ist das Viertel, wo viel gentrifiziert wird. Und dann war ich so, hey, sieht doch alles aus wie in dem anderen Viertel. Ja, nein, aber hier wohnen oben die Bonzen und unten die Asylanten zum Beispiel, so in jedem Haus. Also du hast gar nicht so ein Viertel wie hier oder so ein Haus an Haus. Hier siehst du ja voll, da ist der Neubau, da ist das sanierte Haus, da ist der Sozialbau. So, und da war das einfach in jedem Haus komplett durchmischt, aber halt wirklich so die Stockwerke, das hast du von außen gar nicht gesehen. Also erst, wenn du drauf geachtet hast. Und als ich da war, haben die mir halt, also Antitourista 1 2013 war schon so, dass ich dachte, checken die Leute überhaupt das Thema, keine Ahnung. Nicht, dass es heißt, der arrogante Berliner und in jeder anderen Stadt ist das gar nicht so präsent oder so, aber da kam Feedback aus allen möglichen Städten. Bei Antitourista 2 habe ich dann schon von Hamburg nach München in den Pott und den Osten gerappt. Kam dann Feedback aus der Schweiz und Österreich und so weiter und so fort. Und jetzt ist es halt, keine Ahnung, jetzt kriege ich wahrscheinlich Post vom Mars, weil ich jetzt die globale Thematik aufgegriffen habe. Deswegen habe ich gedacht, okay, es ist viel zu schade, ich kann halt nur auf Deutsch rappen. Wie kann man das bewerkstelligen? Und ich hatte auch Ende 2019 zwei Auftritte in Paris, also in zwei Banlieues von Paris. Und dort haben wir auch schon jemanden meine Texte übersetzen lassen, die dann synchron an die Wand projiziert wurden. Und es war erst jemand von Deutsch auf Französisch und dann hat jemand von Französisch in, wie man auf der Straße Französisch spricht, übersetzt, sodass es halt nicht so steif kam, sondern cool. Und da war wirklich so, die Leute haben halt alle so über mich geguckt und haben bei jeder Zeile, oh, und so, haben es halt voll gefühlt. Und danach kamen halt echt viele Leute zu mir und meinten, ey, das ist überkrass, das und das. Und gerade Antitourista 2 ging da richtig gut ab und auch das Haus wird besetzt. Die zwei Songs haben die voll gefühlt. Und dann war ich halt so, okay, Alter, das ist, das einfach mal so online, ey, wer kann welche Sprache? Und dann haben sich ja viele Leute gemeldet. Unter anderem du, kann man ja mal sagen. Props auf jeden Fall, danke dafür. Die halt übersetzt haben. Und am Ende sind es 25 Sprachen geworden. Genau, wir wollen uns auf jeden Fall beim Café Cotti bedanken, wo wir gerade drin sitzen können. Auf jeden Fall natürlich auch eine Kneipe, die Support gebrauchen kann. Wir würden empfehlen, kauft euch das Album Kreuzberg und Gomorra bei bombenstore.de. Danke, danke. Wenn ihr Bock habt, aktiv zu werden, guckt gerne auf die Website klassegegenklasse.org und dann gucken wir, dass wir uns gemeinsam gegen das System stellen. Danke dir, dass du da bist. Danke euch. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Die Gegend bin mit Leuten down, die das Stadt prägen, die ich aktiv leben, nicht nur in Ateliers drin. Echte Kunst muss die Straße sehen können und die beste Kunst, die muss was bewegen. Ihr seid neu gekommen, ich bin schon lange da, als Mehringdamm noch alles Backstein war und die Markthalle noch nicht komplett aus Glas. Seit 30